Ja. Und jetzt schauen wir mal, wie wir weitermachen. Was macht jetzt am meisten Sinn vom rollenspielerischen Aspekt her? Wir gehen zu dem Obermufti, also dem Ultra, und versuchen das Ganze zu erklären. Weil einfach hier fliehen wird uns nicht viel bringen. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Du bist eine Wache? Gerugon, keinen Schritt weiter. Ich will euch nichts tun, aber ihr müsst mir jetzt folgen. Man will euch über den Mord an den Anführern des Eisenthrons ein paar Fragen stellen. Sie wurden angeblich vor weniger als einer Stunde ermordet. Ja, eben gerade. Wir sind noch blutbedeckt. Ja, und bei den Leichen hat man etwas gefunden, was euch gehört. Wenn ihr keinen Widerstand leistet, kann ich eine faire Verhandlung versprechen. Aber wenn nötig, werde ich auch Gewalt einsetzen. Na gut. Also gut, ich ergebe mich. Bringt mich nach Ulraund oder Tessoril, damit ich meine Unschuld beweisen kann. Ich bin froh, das zu hören. Ich wollte euch nichts antun. Dieses Missverständnis lässt sich sicher bald aufklären. Das sieht nicht so aus, als wenn es sich aufgeklärt hätte. Außer Ulraund kommt jetzt hierher in diese dunkle Zelle. Wer stört Ah, mich? schön, schön. Gerugon, ihr habt den Namen eures Vaters in den Schmutz gezogen, indem ihr sein Haus entweiht und den Frieden gebrochen habt, der hier jahrhundertelang herrschte. Ich spucke auf euch und alle eure Freunde. Das klingt nicht gut. Euer Vergehen werden auf das Strengste bestraft werden. Ich klage euch in aller Form des Mordes an Bruno Kostak und Rielta Antschef an. Aber ich habe doch nichts Falsches getan. Warum beschuldigt ihr mich einer solchen Sache? Es macht. Wir haben schon was Falsches getan, aber aus den richtigen Gründen. Und eigentlich hätten wir auch Beweise haben müssen, dass er verstrickt ist in die ganzen Machenschaften, die Schwertküste plagen. Gebt euer Schlechtestes, alter Trottel, das sagen wir aber garantiert nicht. Also gut. Aber ich habe doch nichts Falsches getan. Ein Gast namens Koveras hat euch beobachtet, als ihr aus dem Quartier der Mordopfer geflohen seid. Ah! Der Typ, der uns den Ring nicht geben wollte. Nach all dem, was wir gesehen und gefunden haben, fällt es nicht schwer, eure Absichten zu erraten. Soweit ich weiß, war euer Bestreben, alle Schuld für das Unglück der Schwertküste dem Eisenthron zuzuschieben. Ich gehe davon aus, dass ihr und eure Freunde Mörder im Auftrag von Amn seid. Möglicherweise wurdet ihr in den Norden gesandt, um hier zur Vorbereitung einer Invasion durch Amn Zwietracht zu sehen. Wie dem auch sein mag, ihr und eure Freunde, ihr werdet zu Baldurs Tor gebracht, wo euch die gerechte Strafe für euer Tun zuteil wird. Das läuft gar nicht gut. Das läuft ganz und gar nicht gut. Und jetzt sollen wir hier in der Zelle warten, bis irgendwas passiert. Schön. Also, wir sind jetzt verurteilte Mörder und. Wer bist du? Sei gegrüßt, der Suriel. Hallo, junger Mensch. Es tut mir leid, euch in solchen schrecklichen Umständen zu sehen. Ich kenne euch gut genug, um zu wissen, dass ihr fälschlicherweise angeklagt wurdet. Morgen wird Allround euch wohl dazu verurteilen, nach Baldurs Tor geschickt zu werden. Doch würde euch die Todesstrafe für eure Taten erwarten. Ich weiß, dass Gorion den Tod seines einzigen Kindes kaum wenige Wochen nach seinem eigenen Tod nicht gerne sehen würde. Naja, es waren ein bisschen mehr als ein paar Wochen, aber gut. Im Gedenken an ihn will ich euch bei der Flucht helfen. Flieht durch die Katakomben der Bibliothek, aber bringt nichts in Unordnung. Ich habe eure Besitztümer hier bei mir. Nehmt sie an euch und beeilt euch. Oh, die Katakomben. Davon haben wir ja schon gehört. Aber wenn er uns wirklich helfen will, sollte er auch die Wahrheit erfahren, oder? Nachdem er uns rausgelassen hat. Und was mit Kovaras? Kennt ihr jemanden namens Kovaras? Ich kenne niemanden mit dem Namen Kovaras, aber Kovaras ergibt umgekehrt ausgesprochen Sarawok. Das ist ein junger Mann, der die Anführer des Eisenthrons begleitet, als er zum ersten Mal hierher kam. Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. Ach, du große Gacke. Also, Sarawok war der Sohn von Rielte, den wir gerade umgebracht haben. Er hat seinem Vater aber geschrieben, dass er nicht kommen kann, weil er aufgehalten wurde. Er ist trotzdem gekommen, hat seinem Vater davon nichts gesagt, hat zugelassen, dass wir seinen Vater umgebracht haben, und er wollte uns vorher irgendeinen Ring unterschieben, der wahrscheinlich verflucht war oder so. Also hat dieser Sarawok das die ganze Zeit wahrscheinlich geplant. Er wollte seinen Vater absetzen und seine Position einnehmen. Also ist Sarawok der eigentliche Bösewicht.
Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr zu Gerugon geht. Was? Achso, mit wem sprichst du gerade? Das sieht aus wie Khaled. Ich kann euch in den Raum teleportieren, der zu den Katakomben führt, aber von da an seid ihr auf euch selbst gestellt. In den Katakomben müsst ihr vorsichtig sein, denn es gibt viele Wächter und Fallen. Vielleicht sind auch die dort, die euch fälschlich des Mordes beschuldigt haben. Aber so gefährlich die Katakomben auch sind, sie sind in jedem Fall eine bessere Alternative zu Ulrauns Zaun. Warum könnt ihr uns nicht an einen Ort außerhalb Kerzenburgs teleportieren? Kerzenburg wird von mächtigen Runen geschützt, die Burg vor Erkenntnis- und Veränderungsmagie schützen. Wenn ich euch an einem Ort außerhalb der Kerzenburg teleportieren wollte, würdet ihr bei Kontakt mit dem Schutzschild auseinandergerissen. Autsch. Glaubt mir, Kind, dies ist der einzige Weg. So eine Art von Schutzfeld werden wir in so 200, 300 Folgen nochmal wiedersehen. Und wir sind jetzt in den Katakomben, nehme ich mal an. Diese Tür führt in die oberen Stockwerke der Burg und es sieht so aus, als ob sie stark bewacht ist. Zum Glück hat Tetoril euch an einem solchen Hindernis vorbei teleportiert. Gesunder Menschenverstand sagt euch, dass die gegenüberliegende Tür einen Fluchtweg bietet. Ja, wir wollten nicht die Ewigkeit hier in diesem Raum verbringen. Eingesperrt mit ganz vielen Zaubersprüchen und noch mehr Zaubersprüchen. Und? Na komm, noch mehr Zaubersprüchen. Ja, noch mehr Zaubersprüchen. Aber gut, die nehmen wir jetzt sogar mal mit. Wenn wir denn noch genug Platz haben. Ja, Khaled. Khaled hat genug Platz. Dann sortieren wir die gleich ein bisschen aus. Macht Platz für den Schriftrollenträger. So. Also alle sind beisammen. Speichern wir mal ab. Auch wenn das nicht ganz so gelaufen ist, wie ich es gerne gehabt hätte. Dann schauen wir doch mal, wo es da lang geht. Obwohl, stopp. Immun hat ein Level-Up. Darauf haben wir schon eine ganze Weile gewartet. So, was erhöhen wir bei ihr? Manche Fallen konnten wir nicht entschärfen und manche Schlösser könnten wir nicht knacken. Sollen wir jetzt auf 1,20 setzen oder auf jedem 10? Lieber alles auf Fallen entschärfen, weil Schlösser knacken können wir im Notfall ja auch noch mit dem Klopfen von Düner hier. So, 100%. Das dürfte doch hoffentlich reichen, um alle Fallen zu entschärfen. Und jetzt können wir weitergehen. Ein langer Gang. Was wird hier wohl sein? Ja, eine Blitzfalle. Bin ich mir 70% sicher. So, in der Zwischenzeit kannst du dich schon ein bisschen heilen. Wir haben ja nichts zu tun, während Immun davor läuft. Du heilst ihn. Du gehst ein paar Schritte vor. Du heilst dich. Du heilst ihn. Du gehst ein paar Schritte vor. Soweit keine Falle. Na gut, aufrücken. Ja, wenn mich Dullaks Turm etwas gelernt hat, außer wie schnell man seine Nerven verlieren kann, dann, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss in Dungeons. Hallo, Leute. Immun sollte nicht in erster Reihe stehen, wenn irgendeine verrückte Frau sie anspricht. Gerugon vor, noch ein Tor. Hallo, Leute. Mein Buch, ihr habt mein Buch gestohlen, Schweinehund. Oh, Doppelgänger. Und die Tatsache, dass die andere Frau bestimmt niemals Schweinehund gesagt hätte. Aber es ist nur ein normaler Doppelgänger und kein größerer wie in Dullaks Turm. In Dullaks Turm haben wir teilweise gegen drei größere Doppelgänger gleichzeitig gekämpft. Das ist schon ein ganz anderer Schnacken. So, den trinkst du mal kurz, dann haben wir Platz. Das kann weg. Das kann zu ihm. Das kann zu ihm. So. Alle Mann da sammeln. Oh. Drei Türen. Das wird wohl eine Weile dauern hier, ha? Na gut, im Moment vor, Fallen suchen. Am besten auch so, dass du was sehen kannst. Noch ein langer Gang. Na gut, du legst die Hand auf Khaled. Du heil ihn. Und hier sind nirgendwo Fallen. Wir wurden aber doch... Oh, es ist sogar in mehrere Kartenabschnitte unterteilt. Ach du große Güte. Aber wir wurden gewarnt, dass es hier unten recht gemeine Fallen geben soll.
Vielleicht haben die Doppelgänger das demontiert. Aber nee, das denke ich nicht. Das macht keinen Sinn. Sie müssen sich auch so oder so verteidigen. Da könnte man die alten Fallen einfach weiter benutzen. Da scheint es runter zu gehen. Und hier sind kleinere Räume. Na gut, Immun, geh mal vor. Aber nicht zu weit. Das ist komisch. Fallen, wo seid ihr? Rest kann nachrücken. Die Stärketränke halten richtig lange, kommt mir das nur so vor. Die hatten wir getrunken, bevor wir oben Rielta angegriffen haben. Und inzwischen waren schon zwei Cutscenes dazwischen, also im Gefängnis. Und jetzt hier runter teleportieren, was weiß ich. Und die sind immer noch da. Jetzt wissen wir ja, wofür wir unser Gold verbraten können. Ups, da war ein Eingang mit ganz vielen, vielen Leichen. Und einem Düsterschrecken. Ja, also wirklich die Herausforderung scheint es hier bisher nicht zu sein. Aber ich sollte lieber die Klappe halten. Sonst kommt gleich ein Drache oder sowas. Und Düne hier nicht in erster Reihe stehen. So. Georgon, hast du Platz? Nee, du hast lauter Briefe. So das? Achso, das ist einer von den Schriftstücken von der Lundo. So, den. So. Jetzt schau dich mal da drin um. Oder auch nicht. Angreifen. Angreifen. Hat er jetzt gerade gesagt, dass unsere Gesellschaft willkommen ist? Das heißt, sie sind nicht mehr sauer auf uns. Wir sind immer noch unbeliebt. Na gut. Ja, das erste, was wir machen, wenn wir hier raus sind, ist, wir gehen spenden. So ein paar tausend Gold. So, aber bei den Leichen ist nichts dabei, was wir als Beweismittel oder sonstiges gebrauchen könnten. Es werden wohl einfach nur die Leute sein, die schon ersetzt wurden, was ziemlich viele sind. Das hätte doch echt auffallen müssen. Aber die hatten ja auch ein halbes Jahr Zeit, mindestens. Vielleicht waren auch schon welche von denen in Kerzenburg, als wir noch da waren. Kann man alles jetzt so nicht nachvollziehen. So, immer wieder vor. Wow, das ist nicht der einzige Raum voller Leichen. Also wenn die jetzt nicht so lieblos auf dem Boden liegen würden, dann könnte ich auch sagen, vielleicht ist das hier einfach nur die Grabkammer. Aber dann wären die richtig bestattet und würden nicht so verstreut auf dem Boden liegen halt. Na gut, haben wir hier was? Das ist echt makaber. Nee. Weiter. Fehlt eigentlich echt nur noch, dass hier Aaskriecher auch noch so rumlaufen. Oh, sind das viele? Und da kann man noch was machen? Gucken wir gleich mal. Komm, mach mal. Ah, hast keine magischen Geschosse mehr. Die sind, glaube ich, schon tot, Georgon. Die müssen nicht sterben. Die müssen einfach nur untot sein. Nee, untot sein. Ja. Oh, eine Schriftrolle. Oh, sogar eine wichtige Schriftrolle. Oh. Erstmal sollten wir dich umbringen. Ja. Ich meine untoten. Werde untot. Werde schneller untot. So, rein da. Du guckst mal nach Fallen. Warum ist Kalt überladen? Oh, stimmt. Sein Trank ist ausgelaufen. Schild. Plus 1 kann weg. Und der Brief, genau. Nein! Warum hat dein Stuhl Arme und Beine wie ein Mensch und kann weder laufen noch halten? Das ist der Brief, den wir auch in der Ankerkühle gefunden haben. Und ja, es scheint wirklich der gleiche Brief zu sein und ich habe mich nicht verklickt. Weg mit dir, blödes Ding. So,